Ja, warum eine Vorkühlung? Zwei gute Gründe dafür. Einmal Stromkosten senken und die Milch ist deutlich schneller auf Lagertemperatur. Also das heißt, umso schneller die Milch runtergekühlt ist, also umso weniger Gefahr ist mit der Keimbildung. Es kann ja auch mal sein, die Kühlmaschine ist defekt, muss repariert werden, dauert 2-3 Stunden. Wenn dann die warme Milch im Tank liegt, hat man ganz schnell ein Problem, dass die Milch dann sauer werden könnte. Bei einer vorgekühlten Milch hat man das Problem schon mal nicht. Der nächste Grund ist eben, dadurch, dass wir 50-70% Stromersparnis haben, kann man sich das relativ einfach ausrechnen, wo wir da liegen. Bei dieser Kühlanlage haben wir einen 12.000 Liter Kühltank, wo jetzt 6.000 Liter am Tag gemolken werden. Und da ist letztendlich ja 3.000 Liter pro Gemälde, die wir runterkühlen. Wenn wir keine Vorkühlung hätten, bräuchten wir hier 33 kW elektrische Energie pro Gemälde. Das heißt am Tag 66 kW. Und mit einer Vorkühlung brauchen wir nur ca. 8 bis 9 kW elektrische Energie, weil wir 70% vorkühlen. Und dann haben wir eine Ersparnis von über 50 kW pro Tag. Übers Jahr gerechnet haben wir da eine Ersparnis von 12.000 Euro bei dieser Anlage.